Hallo, ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Ich bin die Sabrina und heute zeige ich euch, wie man Open Media Vault anhand der geplanten Aufgabe in den Schlafmodus bekommt und wie ihr wieder aktiv wird. Wie ihr seht, sind wir jetzt im Anmeldedialog von Open Media Vault und melden uns jetzt mit den Daten an. Wie in den vergangenen Videos bereits erwähnt, meldet man sich, wenn nichts geändert worden ist, mit den standardisierten Anmeldedaten an, also mit Admin und Open Media Vault als Passwort an. Sind wir nun im Dashboard angekommen, gehen wir auch schon direkt rüber zum Reiter geplante Aufgaben und klicken auf Hinzufügen. Wir haben jetzt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Hier können wir einstellen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt oder stündlich, täglich, wöchentlich, je nach Bedarf einstellen kann. Da ich es aber jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt machen möchte, belasse ich diesen Punkt bei bestimmten Zeitpunkt und ich stelle jetzt die Stunde und die Minute ein, wann der Rechner bzw. wann Open Media Vault heruntergefahren wird. Stunde 12 lassen wir so, Minute 53 ist jetzt in diesem Fall ein bisschen knapp. Wir nehmen dafür jetzt als Beispiel die 56. Also um 12.56 Uhr soll der Rechner runtergefahren werden. Tag des Monats belassen wir so, genau wie der Monat und Wochentag. Benutzer-Root ist auch völlig in Ordnung und geben jetzt im Kommando einen Befehl ein. Eine kleine Info vorab, der Aufwerkprozess findet in Sekunden statt, also solltet ihr in Sekunden auch ausrechnen, wann euer Open Media Vault wieder starten soll. Geben wir jetzt folgenden Befehl ein. ATC Wake minus M auf minus S und jetzt in meinem Fall 300 sind runde 5 Minuten, sodass er dann 5 Minuten wieder hochfährt. Per E-Mail senden brauchen wir nicht, einen Kommentar brauchen wir dazu auch nicht und bestätigen dies jetzt mit Speichern. Hier oben werden wir nochmal darauf aufmerksam gemacht, ob wir die Änderung wirklich machen wollen. Ja, wir gehen auf Anwenden, bestätigen hiermit nochmal mit Ja, warten jetzt, bis die Konfiguration übernommen wird und in wenigen Minuten sollte der Rechner bzw. Open Media Vault heruntergefahren sein. Da wir jetzt 56 haben, klicken wir mal auf die Seite Neuladen und der Rechner ist hiermit heruntergefahren. Seht ihr anhand der netten Meldung, die Website ist nicht erreichbar. Somit warten wir jetzt diese 300 Sekunden ab, sprich 5 Minuten, dann müsstet ihr wieder hochgefahren sein. So, nun sind die 5 Minuten rum und nun werden wir den Browser nochmal aktualisieren. Und siehe da, Open Media Vault ist wieder am Laufen. Und jetzt sind wir auch schon wieder im Anmeldedialog. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen und ein Abo, da würde mich freuen. Tipps, Anregungen, Kritik sind ebenfalls in den Kommentaren gern gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss! Hey, vielen Dank, dass du das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diese Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.